Bayerisch. Bissig. Bunt. Grüß Gott, guten Morgen und herzlich willkommen zum Sonntagsstammtisch. Ein besonderer Tag, es ist der 1. Dezember, der erste Advent, die erste Kerze brennt. Und zum ersten Mal sind zwei Gäste da, die noch nie bei uns waren. Ja? Katja Weizenböck, Schauspielerin mit einem interessanten Leben und genauso interessantes Leben. Dirk Ippen, einer der wichtigsten deutschen Verleger, ja, von vielen Tageszeitungen. Ich weiß nicht, ob wir sie nachher alle zusammenkriegen. In ganz die Auflage kann man zusammenkriegen. Ja, aber ihre Leser im ganzen Bundesgebiet wollen vielleicht wissen, dass sie auch vertreten sind. Und Stammgäste, wie immer, Professor Dr. Heckel, Generaldirektor vom Deutschen Museum, Physik, Kundler, Nano-Experte an der TU, ein Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger. Es wird immer wichtiger, dass man die komplizierten Zusammenhänge erklärt. In einer Demokratie ist Teilhabe der Menschen auf so einem wichtigen Zukunftsgebiet absolut notwendig. Ohne Teilhabe kein Wohlstand. Jawohl. Und Dieter Hanitsch, der berühmte Karikaturist, erklärt alles mit seinen Zeichnungen. Das ist auch wichtig, den Leuten ja, natürlich, einfach darzustellen. Eigentlich sollen wir, kommt jetzt dann später über die. Ja, Sie haben ja hier das Privileg, dass Sie Ihre Zeichnung erklären. Aber wenn die in der Süddeutschen Zeitung steht, da sind Sie ja nicht beigelegt mit Sprechtext, um es zu erklären. Ja, Sie sind dann hoffentlich so klar, dass man es trotzdem versteht. Also, das ist zumindest die Absicht. Ja. Wie lange brauchen Sie gewöhnlich für eine Zeichnung? Also das ist im Grunde gar nicht zu definieren. Das kann eine Stunde sein, es können drei Stunden sein. Ich muss nur um 15 Uhr die Zeichnung am Montag in die E-Mail schicken und legen und an die Redaktion schicken. Das ist in jedem Fall. Und am Vormittag steht das Thema irgendwann fest. Ja. Und dazwischen kann es, wie gesagt, schnell gehen, wenn mal was einfällt, wenn nicht. Und da ich Sie seit 40 Jahren beobachte, weiß ich, wen Sie am schnellsten können, Franz Josef Strauß. Das werden Sie bedauern. Zack, 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 haben Sie einen Strauß hingemalt. Das ist, man kann nicht blind zeichnen. Blind zeichnen. Und mittlerweile auch die Frau Merkel. Die Frau Merkel, ja. Ja. Das habe ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Ihre Zeichnungen von Frau Merkel im Lauf der Zeit dieser Stammtisch dann immer niederträchtiger werden. Ja, niederträchtig, wenn ich der Wahrheit entsprechen. Bösartig zeichnen. Sie kamen immer mehr der Wahrheit nahe. Ja. Das ist Katja Weizenböck. Das ist Ihre Sicht der Wahrheit. Ja, Katja Weizenböck, was haben Sie für ein tolles Leben? Ja? Finden Sie. Ja, in Tokio geboren, in einem amerikanischen Hospital. In Paris, Schauspielschule 3 Jahre. Wow. In Australien als Model entdeckt. Und jetzt kommt unsere fränkische Komponente. Manchmal sagen ja die Leute, am Stammtisch sitzen immer nur diese Münchner. Aber in Erlangen sind Sie aufgewachsen. In Nürnberg in die Schule gegangen. Ja. Genau. Und meine bayerische Freundin hat mir gesagt, ich solle Einspruch vorbereiten. Ich weiß nicht, ob ich den zusammenkriege. Also, man muss Gott für alles danken, auch für Ober-, Mittel-, Unterfranken. Unterfranken. Das sagen die Gegner der Franken eigentlich. Ja, ich weiß das. Ich bin ja hier in bayerischen Kreisen, da muss ich mich ja damit dehnen. Das war ja eine oberbayerische Freundin. Ja, man hat sie reingelegt. Nein, ich wusste das. Sehenden Auges. Das wussten Sie, gell? Ja. Erlangen ist Mittelfranken, Nürnberg ist auch Mittelfranken. Ja, ich glaube, ne? Ja. Was haben Sie für Erinnerungen? So, die fränkischen Bratwisch, die sind herrlich, aber die sind immer noch die besten. Seit gestern gibt es den Christkindlesmarkt. Ja, stimmt, genau. Gestern, berühmteste Christkindlesmarkt und in Deutschland. Über Erlangen gibt es doch den schönen Spruch, suche das Himmelreich zu Erlangen. Oh, ja. Und ich dachte, jetzt kommen Sie mit diesem einen Lied, was ich nie gehört habe, weil ich in der Zeit in Australien war, der Deutschen Welle, Wissenswertes über Erlangen. Ich habe es nur in der Wiedergabe. Oh. Wissenswertes über Erlangen. Ich kann, ja, vielleicht haben Sie das noch drauf. Aber ansonsten bin ich in Erlangen aufgewachsen und in Nürnberg zur Schule gegangen. Und der Schulweg zwischen Erlangen und Nürnberg, das darüber sprachen wir vorhin schon, hat mein Leben geprägt. Der Schulweg, das sind Sie aber nicht zu Fuß gegangen. Nein, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das dauerte seine Zeit. Erlangen ist ja auch ein bedeutender Industriestandort. Also muss man auch sehen. Das darf man nicht vergessen. Na, und die Franken, die sind, ich finde, auch zu Recht mit einem großen Selbstwert und Selbstbewusstsein gesegnet. Auch das erste Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts ist in Franken insgesamt in Erlangen angesiedelt. Und unser bayerischer Innenminister kommt auch aus Erlangen. So ist es. Auch, ja.
Da habe ich auch schon bei der, die Erlanger Bergkirche, ja, die darf man auch nicht vergessen. Der frühere Chef von Siemens, Mensch, Herr von Kierer. Und überhaupt, die Leute werden sagen, diese Frau Weizenbeck, warum war die denn überall in der ganzen Welt? Das hat auch mit ihrem Vater zu tun. Der war ein Siemens-Mann. So ist es. Und das ist die Familie, ist die Familie immer mitgekommen. Nein, nicht so. Nein, er ist selber, kommt aus einer reiselustigen Familie und ich habe quasi die Familientradition weitergeführt. Sein Vater ist in Sumatra 20 Jahre lang der leitende Brückenbauingenieur der ersten Bahnlinie durch Sumatra gewesen für die holländische Krone. Und mein Vater hat gesagt, nee, er möchte seinen Kindern ein Zuhause bieten und das wurde dann Erlangen. Und so hat er dann seine Reisen für Siemens als Montageingenieur weitergeführt, aber wir sind in Erlangen aufgewachsen. Ich weiß ja noch einen Spruch für Sie, den kennen Sie auch. Ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Ja, das genau. haben Sie auch oft gesagt. Das war eine Staubsaugerwerbung. Ja, aber ich musste selber nicht so viel sagen. Das hat ja dann die Werbung von selber wiederholt. Also, man hat nur ihr schönes Gesicht gesehen und dazu kam dieser Text. Ja, und es war auch insofern ein Wendepunkt in meinem persönlichen Leben, weil ich die Werbung, den Zuschlag für die Rolle in der Werbung bekam und mich wunderte, dass ich aus diesem großen Casting ausgewählt wurde, weil ich selber gar nicht Mutter war zu dem Zeitpunkt. Und gar nicht staubsaugen können. Doch, das schon. Ja. Aber und auch kein Familienunternehmen geführt habe. Naja, genau. Also da führte ich noch keines. Und dann 4 Wochen nach der Werbung, nach dem Dreh der Werbung, war ich schwanger. Ja. Und deswegen. Dann begann das Familienunternehmen. Genau, aber jetzt reden wir mal schnell über die ganz aktuelle Rolle, die Sie spielen, die viele Menschen beschäftigt, künstlerisch und inhaltlich. Sie sind der Engel der Gerechtigkeit. Richtig. Dr. Patricia Engel, eine ehemalige Ärztin, die nicht mehr praktizieren kann, hat umgesattelt auf Jura, Haftungsrecht. Und das ist eine Serie im ZDF, aber wir genieren uns nicht, darüber zu sprechen hier. Da geht es um Ärztepfusch, um Kunstfehler. Ist ein komisches Wort, Kunstfehler. Ja? Und Sie klären solche Fälle auf. Haben Sie sich auch inhaltlich damit beschäftigt oder sprechen Sie nur den Text, den man Ihnen gegeben hat? Das war da schwer möglich. Ich musste mich tatsächlich sehr reinarbeiten. Zum einen, weil es um medizinisches, aber auch juristisches Fachvokabular ging, was ich da sehr flüssig von mir geben muss, in sehr wortreichen Monolog- und Dialogpassagen. Und vielfach ist die Dramatik dieser Serie oder dieser Reihe, dieser Figur, liegt im verbalen Schlagabtausch oder in der Konstruktion der Finte, die sie sich juristischen Finte, die sie sich ausgedacht hat. Und dazu muss ich das ja erstmal begreifen, um es auch als solches zu liefern. Aber das ist ein Thema, was viele Menschen bewegt, dass ein falsches Knie operiert worden ist oder es müssen Hüftoperationen wiederholt werden. Ich habe ja jahrelang in meiner Zeitschrift dafür gekämpft, dass wir Transparenz schaffen, Ärztelisten, Vergleich, wo soll ich denn hingehen mit einem Leiden, wenn einer eine Operation 10-mal gemacht hat und der andere 800-mal, werde ich zu dem mit den 800 gehen, mit der mehr Erfahrung. Aber wie kriege ich raus, wer so viel Erfahrung hat? Ja. Und Sie wollten da Listen erstellen oder veröffentlichen? Haben wir schon gemacht. Sehr beliebt beim Leser. Haben wir bei der TZ auch schon gemacht. Ja, ja. Leser lesen das sehr gerne. Ja. Aber es ist nicht ganz unproblematisch. Wie will man wirklich entscheiden, wer ist jetzt der beste Arzt? Und so also weiter. Ich bin ja dafür, dass die Kliniken Ranking. Das ist auch im Hochschulbereich so. Ja, wer bewertet das? Die Kollegen? Bildungsbereich. Die neidischen Kollegen? Also wir haben da ein umfangreiches Ermittlungssystem. Aber ich bin natürlich auch dafür, dass die Kliniken selber ihre Zahlen veröffentlichen und vergleichen lassen. Die Krankenkassen haben natürlich Unterlagen. Ja? Die müssen sie mal rausrücken. Es ist nur bei allen Operationen so. Für den Doktor ist es Routine, nur für den Patienten nicht. Ja, also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du in einem Arzt-Patienten-Verhältnis, was du eingehen musst, als Patient, der zum Arzt kommt, Vertrauen letztendlich haben musst. Und auch der Arzt muss Vertrauen haben in den Erfolg seiner medizinischen Behandlung. Sonst könnte er das gar nicht antreten. Wann läuft die Serie wieder? Der nächste Film kommt am 15. Dezember, Sonntagabend, 20.15 Uhr, ZDF. Engel der Gerechtigkeit. Bei Ihnen geht es ja in dieser Sendung dann um Fälle, die vielleicht auch nicht so ganz gern auch von dem Krankenhaus veröffentlicht werden. Das ist natürlich eine ganz schwierige Thematik, denn man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass viele Ärzte unter großem Stress und unter großem Druck stehen.
Und natürlich auch kein Mensch perfekt ist, auch kein Arzt. So natürlich muss das Qualitätssicherungssystem, glaube ich, in Deutschland, da haben wir großen Nachholbedarf, verbessert werden. Ja. Und in der Serie, in der Reihe wird aber auch vor allem aufgezeigt, dass es nicht so sehr der Arzt ist, der an den Pranger gestellt wird, sondern das medizinische System hat so viele Lücken und die Erneuerung des medizinischen Gesundheitssystems, die den Arzt ablenkt, dann falsche Anreize vor allen Dingen auch setzt. Herr Dr. Ippen, Dirk Ippen. Ja. Oh. Jetzt nur mal zu Dr. Ippen. Ich weiß genau, dass Sie Ihr Leben und Ihre Aufgaben Sendung füllen. Ich schaue gerne zu. Das war jetzt eine typisch bescheidene Bemerkung, dass der Gippen, der gern sein Licht unter den Scheffel stellt, aber wir tun den Scheffel weg. Aha. Ja, wir tun den Scheffel weg und sagen, dass Sie einer der erfolgreichsten, am weitest verbreiteten deutschen Tageszeitungsverleger sind. Ich habe mal gezählt, 22 Tageszeitungen gehören Ihnen oder sind Sie daran beteiligt. Ist das der aktuelle Stand? Nein, wie wollen Sie das zählen? Es gibt viel größere Verlagsgruppen in Deutschland. Ja, ja, das aber Besondere, Sie sind die Nummer 5 etwa. Nein, nein, ja, das weiß ich, glaube ich nicht. Aber eins ist, das stimmt, ich habe mit meinem Vater eine sehr schöne Lokalzeitung geerbt, Westfälischer Anzeiger in Hamm. Und dort habe ich vor über 30 Jahren Helmut Markwort kennengelernt. Da war ich so überrascht, dass so ein, damals war er noch nicht ganz so bedeutend, wie er heute ist, war ein junger Mann, war auch gerade erst 30, nehme ich an. Immerhin war ich trotzdem wahnsinnig überrascht, dass dieser bekannte, damals Gong-Herausgeber, glaube ich, ja, da habe ich Sie besucht und bei Ihnen Hamm diskutiert. Kommt. Ja, das war großartig. Ja, da hatten Sie nur diesen, damals hieß er Westfälischer Anzeiger und Kurier, jetzt heißt ja nur noch Westfälische Anzeige. Aber jetzt zähle ich mal ein paar auf. Jetzt haben Sie den Münchner Merkur ganz stark um München herum vor allem. Die TZ, die Offenbach-Post, Hessische Nachrichten, Niedersächsische Allgemeine. Richtig, in Kassel. In Kassel, im Norden und im Süden von Hessen sind Sie stark. Also Offenbach ist Wir sind Süden. Die meistgelesene Zeitung in Hessen. Jawohl. Keine Zeitung hat in Hessen so viele Leser. Und übrigens auch der Münchner Merkur in aller Bescheidenheit ist die meistgelesene Zeitung in Bayern. Keine Zeitung hat in Bayern so viele Leser wie der Münchner Merkur, was eine Leistung unserer Journalisten ist. Denn es gibt ja viele große Zeitungen in Bayern. Ja, ich bin Abonnent, ich finde die Zeitung notwendig. Sehen Sie deswegen, weil Sie dafür und Werbung machen. Und die Lüdenscheider Nachrichten haben Sie. Und die in Lüneburg, Herr Heide, Niedersachsen. Schulzen, da fahre ich morgen hin, weil ich vor Weihnachten besuche ich immer alle Verlage. Ich bin ja Rentner natürlich, aber ich habe so den Tun jedenfalls so, als wenn Sie sich freuen, dass Sie den alten Chef noch mal sehen. Ja, Und dann, deswegen fahre ich, morgen zum Beispiel nach Uelzen. Und ich freue mich schon darauf. Ja. Leider, wenn man älter wird, das erleben andere ja auch, habe ich manchmal ein trauriges Erlebnis. Ich kenne viele von den jungen Damen und Herren nicht mehr, die dort sind. Dann treffe ich endlich jemanden, den ich kenne, umarme ihn, sage, mein Gott, dass wir uns nur dachten, ja, schön, dass wir uns noch sehen, Herr Ippen, denn ich gehe in 3 Monaten in Pension. Ja, das nicht kennen. Aber Ihre Bemerkung hat was mit der Technik zu tun. Wenn ich das geht mir auch so. Ich kenne von den Süddeutschen Zeitungen viele Leute nicht mehr, weil man nur noch mit E-Mail die Zeichnungen schickt, telefoniert. Ach so, das spielt auch eine Rolle. Und manchmal sehe ich jemanden, den man nicht mehr weiß. Wer ist muss das seiner Bescheidenheit geliefert in Rente. Ich habe mich erkundigt in Ihrem Hause. Ja, hinter Ihrem Rücken habe ich herumrecherchiert, wer hat denn die Entscheidung getroffen über die neue Chefredakteurin des Münchner Merkur? Das ist nämlich eine gute, die kenne ich, die habe ich jahrelang. Und wer hieß es? Das war der Dr. Ippen. Also der Rentner, hat sie ausgesucht. Mit Karl Schermann, mit dem jetzigen scheidenden, leider in Pension gehenden Chefredakteur zusammen. Das stimmt, das haben wir gemacht. Ja. Ein Beispiel für diese wunderbare Bescheidenheit kann ich mich erinnern. Diesen Satz werde ich nie vergessen, den Sie zu Ihrem 70. Geburtstag in Ihrer Rede gesagt haben. Nicht? Wissen Sie, welchen ich meine? The older I get, the better I was. Das ist ja so ein schöner Spruch. Das muss man manchen alten Herren sagen, die dann so von ihren großen Taten erzählen. The older I get, the better I was. Das ist die Erklärung, die manchmal auch in Biografien ihren Niederschlag allerdings, findet. Aber ich möchte auch gerne über den Zwiespalt in Ihrer Persönlichkeit reden. Sie gelten ja einerseits als knallharter, kostenbewusster Sanierer. Ja? Sie behalten den Euro lieber für sich.
nicht. Also lass ihn ausgeben, sparsam, ich bin ja auch kostenbewusst, ja, ja. Ist ja kein Schimpfwort. Ja. Aber jetzt kommt ja die andere Seite. Ja, Sie haben 3 Gedichtbände herausgegeben, Lyrik, wunderbare Gedichtbände. Und ich habe Sie dabei beobachtet, weil wir uns auch schon öfters mal begegnet, dass Sie auch viele Gedichte auswendig können. Ja, das ist in meinem Fall kein Kunststück. Ich komme aus einem richtigen Bildungsbürger-Elternhaus. Ich hatte 2 Eltern, ich bin Einzelkind, meine Eltern waren relativ alt. Also es waren eben, wie es früher galt, Bildungsbürger. Bei uns war Goethe und Schiller und Thomas Mann und Lessing und die ganze Palette, das waren bei uns Hausgenossen. Und dann kann man das natürlich leicht aufschnappen, wenn man jung ist, kann man ja auch leicht lernen. Ich konnte früher sehr, sehr gut auswendig lernen. Die Gedichte, die Sie heute können, leider können Sie die nicht noch von damals oder lernen Sie neue dazu? Nein, neue dazu lernen. Fremde ist in meinem Alter ganz, ganz schwierig. Das müssen Sie aber machen. Ja, man soll es machen. Man sollte es machen. Ja, machen Sie es? Ja. Erstmal habe ich jetzt gerade seine Rolle. Ein paar Rollen auswendig gelernt, weil ich gespielt habe. Ja. Aber erstmal bin ich auch ein Gedichtenarr wie Sie und versuche gerade die erste Duineser Elegie von Rilke zu lernen. Ja. Wow. Und, ja. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn? Ja, aber außerdem tue ich es auch, weil ich noch ein gutes Gefühl habe. Es ist nämlich tolles Gehirnschocking, weil Altersforscher sagen, wenn man sein Gehirn trainiert, sie tun das ja dauernd, weil sie ja immer Texte auswendig lernen, dann bewegt man Teile des Gehirns, die sonst brach liegen, und das hilft gegen die Alterung. Also sie sollten ein paar neue Gedichte noch dazu lernen. Also wen ich neu kennengelernt habe, den ich leider lange Zeit gar nicht erkannt habe, ist der inzwischen der leider gestorbene Robert Gernhardt aus Frankfurt. Ja, wunderbar. Der macht tolle, tolle Sachen, Gedichte. Sind also auch schöne kurze dabei. Zum Beispiel der schöne Satz, der mir immer so gut gefällt, auch wenn ich an Leute wie Günter Grass denke, oder auch Walser, die größten Kritiker der Elche, die waren früher selber Elche. Nein, Robert Gernhardt kann ich auch empfehlen. Erstens ist er amüsant und witzig und auch, wenn Sie aber, Sie sind ja heute zum ersten Mal bei unserem Stammtisch und wir haben Sie damit abgehalten von einer Wanderung. Ich habe auch gehört, dass Sie wahnsinnig schnell Berge hochrennen. Sie laden Freunde ein und sagen, lass uns eine gemütliche Wanderung machen, gehen Sie doch mal mit auf den Berg. Ich habe Gott sei Dank der Versuchung immer widerstanden. Und dann schwupps sind Sie oben und die anderen sind nach unten. Wie viele Kilometer sind das immer? Ja, wenn man rechnet, dann nach Höhenmetern. Aber das Bergwandern gilt auch, the older I get, the better I was. Ich war mal sehr flott und schnell. Heute bin ich glücklich. Letztes Wochenende bin ich auf den Herzogstrand gelaufen und das war ein ganz glücklicher Umstand. Herzogstrand, aus Brauneck war es. Und es war deswegen besonders schön, weil die Gondel war ausgefallen. Und dadurch war man endlich einmal da oben fast alleine, mit wenig Leuten, nur mit Menschen, die auch wirklich wandern und zu Fuß darauf gelaufen sind. Noch sinnvoll. Ja, ja. Das ist auch eine besondere Gemeinde. Die Bergwanderer, das ist echt ein anderes Volk. Ja. Und in den Hütten, das ist... Das finde ich toll. Ich komme aus einem Haushalt, wo viel gewandert wurde. Und, also mein Elternhaus, Und wir hatten immer eine Alpenvereinsmitgliedskarte die ganze Kindheit und Jugend über und haben solche Wandertouren gemacht, auch so Hüttentouren. Und es stimmt hundertprozentig, man trifft so viele nette Leute und auf den Hütten ist überall das Du untereinander und man führt Gespräche und die Hüttenwirte sind, also ich empfehle sehr der Hüttenwirt, der vom Herzogstand, das ist ein guter Freund von mir, der heißt Willi Zauner, war auch lange Zeit Bürger. Ja, heißt er Willi Zauner. Willi glaube ich nicht, aber Zauner heißt er und war lange Bürgermeister in Kochel. Und wenn man dann kommt, dann kriegt es immer erstmal einen Hirschkuss, das ist ein Likör, den er, den muss man vorsichtig mit sein, aber einen kann man gerne nehmen. Also stark oder was ist das? Ja, ist ein Likör. Ja, aber man muss doch nicht so viel klettern, um nette Leute zu treffen. Man trifft auch nette Leute, wenn man sich irgendwo zu den Rauchern stellt. Hier zum Beispiel. Jetzt möchte ich gerne mal mit allen die Frage diskutieren. Werden die 475.000 Mitglieder der SPD für diese Koalition stimmen? Dieter Hanitsch, der kennt viele Sozialdemokraten. Was meinen Sie? Die Hoffnung der führenden Sozialdemokraten ist sehr groß. Es bleibt ja noch nichts anderes übrig. Was ich höre, ist es, würde ich sagen, 50-50.
Es gibt Umfragen, die das andere behaupten, also dass es eine Zustimmung mehr oder weniger fast schon sicher ist. Ich könnte mir vorstellen, dass mit 50-50 die negative oder die, sagen wir, die pessimistische Variante gezeigt wird, dass vielleicht die SPD-Mitglieder wissen, dass sie, wenn sie Nein sagen, dass sie praktisch die ganze SPD-Spitze damit rasieren. Es muss der Herr Gabriel gehen, es muss die Frau Nahles gehen, weil ich nicht, ob das ein großer Schaden wäre. Aber immerhin wissen sie das und es könnte sein, dass das letztlich dazu beiträgt, obwohl das, was der Gabriel ausgehandelt hat, was er behauptet, ist lange nicht das, was im Grunde man hätte aushandeln müssen. Denn er hat viele Positionen verloren. Das ist doch ein vollkommen verloren. Sozialdemokratisches Programm, dieser Koalitionsvertrag. Das hat die Frau Merkel alles schon selber gemacht. Bei der Merkel hieß der Mindestlohn nur Lohnuntergrenze. Ja, das war aber das Gleiche. Ja, Mietpreisbremse hatte die auch schon gemacht. Also was denn? Was kommt da raus? Was meinen Sie, wird die SPD zustimmen? Ja, also ich glaube auch, die SPD wird zustimmen. Wissen Sie, die SPD ist ja nie eine Partei von Revolutionären gewesen, ganz und gar nicht. Schon 1918 hat ja die SPD, Gott sei Dank für Deutschland, die Revolution in Richtung einer Räterepublik verhindert. Ja. Und die Sozialdemokraten, viele sind ja auch ältere, die Parteimitglieder. Ich kenne viele sehr, sehr gut und schätze viele sehr. Das sind vernünftige Leute, die werben nicht ihren ganzen Vorstand über den Haufen schmeißen. Das ist der Hauptgrund, glaube ich. Haben Sie auch. Ich glaube das auch. Und ich glaube auch, dass dieser Kompromiss, der ausgehandelt wurde, natürlich eingesehen werden muss, dass es ein Kompromiss ist. Man kann nicht sagen, wir haben die Wahl gewonnen und wir setzen alles durch. Und man muss natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse berücksichtigen. Es sind immerhin 40, 46 oder zu 23, ja, 25. Also, dafür, dass Sie nur 25% haben, ja, gegen 41 haben Sie 41 zu 25, genau, so ist es. Also, und da muss man auch einfach klaren Kopfes sagen, man kann nicht alles durchsetzen in einer Koalition, nicht, und eben auch nicht, wenn man die Mehrheitsverhältnisse, die Wahlverhältnisse berücksichtigt. Aber Herr Hanisch hat es ja eigentlich eben schon mit Recht angedeutet, sind die Gegensätze überhaupt so groß? Ich glaube nämlich gar nicht, es ist zwar bis nachts, bis morgens um vier gerungen worden, angeblich, und vielleicht auch echt ein bisschen, aber in Wahrheit sind das doch alles Dinge, die bei einer CDU, so wie sie sich heute entwickelt hat, ganz normale Forderungen gewesen sind. Ja, richtig. Der Mindestlohn ist ja schon weitgehend branchenweise jedenfalls schon eingeführt worden durch die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. In vielen Branchen gilt er schon. Und auch andere Dinge. Also ich glaube, dass das gar nicht so große Weltkämpfe gewesen sind. Wie man Frau Weizenberg. Showkämpfe waren es. So ist zu es. Ihrer internationalen Biografie gehört ja auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass Sie eigentlich Österreicherin sind, in Berlin wohnen. Aber aus Österreich können Sie auch auf die SPD-Basis blicken. In Berlin gibt es doch eine Menge Sozialdemokraten. Kennen Sie welche? Nee, ich achte da jetzt auch nicht drauf. Ja. Also ich wähle ja demnach auch nicht in Deutschland. Dadurch hat sich auch eine größere Distanz zu dem politischen Geschehen eingestellt. Und ich erlebe das auch stark wie auf dem Teppichmarkt. Ja? Da wird so, na, das geht ja gar nicht. Und, aber um dann nachher zurückzugehen. Wir werden das nicht unterzeichnen, wenn nicht. Und dann doch deutlich zu machen, dass man kompromissbereit ist und dann doch ein bisschen zurückgeht und man hat das vorher nur angetäuscht und dann das. Ich habe mich ja gewundert, dass die CDU große Teile der Forderung nach der doppelten Staatsbürgerschaft unterschrieben hat, weil das ist natürlich ein Zuwachs an Wählerstimmen. Ja, das ist es. Unglaublich. Ja, es hat eine Untersuchung gegeben von der Ankara-Universität nach der Bundestagswahl. Wie haben die türkischstämmigen Deutschen gewählt? 64% haben SPD gewählt, 12% Grüne, 12% Linke, 7% CDU. Und durch die doppelte Staatsbürgerschaft hat natürlich der Gabriel da eine Menge Stimmen erobert. Ich bin ganz sicher, dass die Wählerschaft der SPD, die Mitglieder der SPD, die zustimmen werden. Man muss sich Folgendes vor Augen halten, wenn man ein bisschen in Parteien reinguckt. Da sind stimmberechtigt 470.000 Mitglieder. Von denen sind 400.000 niemals in Erscheinung getreten. Die gehen in keinen Ortsverein, in keine Versammlung. Die sitzen zu Hause passiv, wie sagt man, Schläfer, Kartoffeln.
Parteileichen. Ja. Aber jetzt werden sie mal aufgefordert, die werden dafür sein. Ja. Obwohl, darf ich mal eine Frage stellen? Wie kam es eigentlich zu dieser Abstimmung überhaupt? Das ist doch gar nicht Usus. Das ist doch unüblich. Das hat der Gabriel sich ausgedacht, um eine Rückendeckung zu finden. Um ein Druckmittel zu haben. Wusste er vorher, dass die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen werden und dann erst findet die statt? Es ist aber taktisch nicht ungeschickt bei einer Verhandlung. Das machen meine Mitarbeiter auch manchmal nur zum Schein. Verhandeln die und wenn sie nicht richtig gleich wissen, ob sie Ja sagen sollen oder ein bisschen Druck ausüben, weil wir müssen erst noch den Ippen fragen. Ja, das stimmt in Wahrheit gar nicht. Da geht es aber nach oben. Auch ich habe das schon oft gehört von Ihren Leuten. Das ist der sogenannte Gremienvorbehalt. Da sagt man, okay, ich würde zustimmen, auch beim Vergleich vor Gericht, aber Gremien. Das sind aber die übergeordneten Gremien. Der Inhaber Ippen, der Aufsichtsrat, der Vorstand. Hier geht es ja nach unten. Ja. Ja, aber es ist ja darauf an, wie man das nennt. Ich meine, die SPD-Spitze ist das Parteimitglied, praktisch das entscheidende Mitglied, des Gremium. Also so gesehen, das ist halt mehr basisdemokratisch sozusagen angelegt, als wenn ich nach oben gehe. Aber es ist direkte Demokratie. Leider ist der Volksentscheid ja nicht gekommen, nicht? Also der ist ja nicht in der Koalitionsvereinbarung drin. Volksentscheide, also ich warne vor Volksentscheiden. Ich auch. Die Väter des Grundgesetzes, die waren sehr gegen Volksentscheide aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Weimarer Zeit. Das ist die Spielwiese für Demagogen. Theodor Heuss hat sehr klug gegen den Volksentscheid argumentiert. Ich wollte sagen, es ist ja diese Mitgliederbefragung schon von Verfassungsrechtlern kritisiert worden, ob das Prinzip der Gewaltenteilung dadurch zerstört wird. Wenn nämlich es so ist, dass die SPD-Abgeordneten aufgrund des Mitgliedervotums es nicht mehr wagen sollten, gegen irgendein Gesetz zu stimmen, dann ist ein Grundprinzip des Parlamentarismus steht da nämlich in Frage, dass der Abgeordnete seinem eigenen Gewissen ungeschützt und ungehindert sagen, und wenn Sie wollen, können Sie es auch wiederholen. Wenn Sie es aber zu Herrn Gabriel gesagt hätten, dann wäre da ein Gewitter losgegangen, weil das ist ja da ein Medienthema der letzten Folge. Wenn er darauf bestanden hätte. Die Frau ZDF-Moderatorin Slomka hat ja dem Gabriel gesagt, gibt es da nicht verfassungsrechtliche Belege? Da hat er gesagt, Quatsch und Blödsinn. Und daraus entstand eine Streiterei sondergleichen, die man akustisch Also man konnte überhaupt nichts mehr verstehen. Ja. Ich habe das Original gesehen, das Heute-Journal. Und es ging so zur Sache, dass man, was uns ja manchmal am Stammtisch auch passiert, dass wir ein bisschen durcheinander reden. Also. Aber da wurde durcheinander geredet, da haben Sie kein Wort eigentlich mehr. Aber bösartig. Bösartig, gut, ein bisschen bösartig. Das war schon heftig. Aber hören Sie mit dem Quatsch auf und sowas. Lassen Sie uns mit dem Quatsch aufhören, hat er gesagt. Verstärkte Höflichkeit. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch sagen, vielleicht ist das Heute-Journal nicht unbedingt das geeignete Format, in so eine kontroverse Interviewsituation reinzugehen. Ja, natürlich. Als Journalistin. Naja, es gibt halt andere Formate, da gibt es den Blasberg und so weiter. Wenn es dem Interview, na gut, Heute Journal ist ja eine wichtige Sendung. Natürlich. Und wenn es dem Interviewer nicht passt, was die Moderatorin oder der Journalist, wer immer das auch ist, sie ihn fragt, dann kann er nicht sagen, hören Sie doch mit dem Quatsch auf. Ja. Und wir hatten ja hier am Stammtisch eine vergleichbare Geschichte, wo sich danach eine Ministerin auch entschuldigt hat, als sie zu mir gesagt hat, was ist doch ein richter Schmarrn, was Sie da erzählen, hat ihr leid getan. Und das hätte der Gabriel auch machen müssen. Ja. Er hätte sagen, so kann man... Er war auf 1000 von dem Parteigremium, wo er geredet hat vorher, war er wahrscheinlich unter Strom gestanden. Das sind Fragen, die diskutiert werden, auch von Verfassungsrechtlern, genau wie der Dr. Ippen das zitiert. Und das ist berechtigt, ob so ein paar wenige Leute über das Schicksal von Deutschland entscheiden dürfen, andere nicht und so weiter. Aber entscheidend ist doch die Frage, ist es denn bindend, zwangsläufig bindend, was da an Votum herauskommt? Also die Parteispitze fühlt sich daran gebunden. Wenn die jetzt Nein sagen würden zum Koalitionsvertrag, man kann nicht erst eine Mitgliederbefragung machen und dann sagen, wenn die nicht nach meiner Meinung ausgegangen ist, dann halten wir sie. Aber das Programm steht doch unter der Aufgabe der Abgeordneten, sich zu einigen. Das sind nicht Abgeordnete, das ist was anderes. Das sind ja keine Abgeordneten, Parteimitglieder. Bei anderen Parteien stimmen ja natürlich so einem Koalitionsvertrag eine gewisse Gruppe zu und unter Umständen eine sehr viel kleinere Gruppe. Der erweiterte Vorstand der CSU hat beispielsweise jetzt letzte Woche diesem Koalitionsvertrag zugestimmt. Also die Landesgruppe und der Vorstand. Das ist natürlich eine sehr viel kleinere Gruppe. Nicht? Also so ganz Vorstand, der besteht aus Seehofer. Nee, Seehofer. Der gesamte Sprechen Vorstand. Sprechen Sie vom Sonnenkönigtum in München.
Bayern. Ja, aber ist das nicht also, Form? Theoretisch ist das dasselbe Problem. Ja, sicher. Nein, das ist so, Frau Weizenberg. Die Parteispitze hat sich verpflichtet, diesem Votum zu folgen. Ja, ja. In dem Koalitionsvertrag, 185 Seiten, von denen ich die meisten gelesen habe, steht auch drin, die Fraktionen werden gemeinsam abstimmen. Ja? Das ist ja auch schon an der Grenze. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm, weil damit Koalitionszwang ausgeübt wird. Fraktionszwang ausgeübt wird. Das ist schon, denn ich meine, auch der Koalitionsvertrag ist ja eigentlich nicht bindend. Da werden Gesetze eingebracht, im Bundestag, erste Lesung, zweite, da wird dran rumgebessert. Ja. Und da hat ja mal der Sozialdemokrat Strunk gesagt, ein Gesetz kommt aus dem Bundestag nie wieder so raus, wie es reinkommt. Aber ich finde eine Sache noch spannend an dieser Basisbefragung. Deswegen ist auch der Gabriel so gereizt und durchgedreht, sonst ist er ja ein Vollprofi und routinierter Talker. Das ist ihm sonst nie passiert. Die Partei SPD hat ja ihren Mitgliedern vorenthalten, welche Ressorts sie haben wird. Das sollen die Leute nicht erfahren, erst recht nicht die Namen, weil sonst vielleicht in Nordrhein-Westfalen sagen, was, wir kommen da zu kurz, wir sind der größte Landesverband. Dabei können wir jetzt hier das Kabinett festlegen und die Mitglieder, die das von ihrer Partei nicht erfahren haben, können von uns erfahren, wenn wir das richtig spekulieren, wer was wird. Das ist ein Etikettenschwindel irgendwo, was er da macht, finde ich. Wirklich er hat ja eins heute rausgelassen, es sollen drei Damen und drei Herren sein. Und die SPD kriegt sechs Ministerposten. Wie viel haben Sie denn überhaupt? Muss man doch mal fragen. Die SPD kriegt sechs Ministerposten und wenn er die drei Damen, da dachte ich natürlich, wie er vorhin auch, wenn ihn auch in anderer Haltung, an Frau Nahles, an Frau Schwesig. Die Hendricks. Hat übrigens eine gesagt, sei die Küsten-Barbie, finde ich hübsch. Die Hendricks, die Schatzmeisterin. Und die Frau Zypris. Ach so, ja, stimmt. Ach, Zypris, das Problem ist grundsätzlich bei allen Parteien, es gibt mehr Kandidaten als Posten. Deswegen müssen wir ein bisschen geschubst. Aber so als Parteibasis würde ich schon eigentlich das gerne auch noch wissen. Natürlich. Und mindestens die Ressource ist doch entscheidend. Ja. Also dieses Verfahren hält ja jetzt auch wieder auf, dass es Ausschüsse gebildet werden können, nicht? Weil wir haben ja jetzt so einen Gesamtausschuss zum ersten Mal im Bundestag. Weil solange die Minister und die Ressortzuschnitte ja nicht festlegen, werden auch die Ausschüsse nicht gebildet. Also das hält schon alles auf im Betrieb. Aber können wir nicht mal reden über den Inhalt, was zu halten ist? Ja, natürlich. Sie haben was auf dem Herzen, lassen Sie es raus. Also es ist sicherlich nicht richtig, nur so etwas in Bausch und Bogen zu verdammen. Aber es ist die Gefahr, dass wir uns in eine große Stagnation bewegen. Denn es sind einige Torheiten drin. Insbesondere ist dieses ein Koalitionsabkommen zugunsten der Alten und zu Lasten der Jungen. Ach, wenn ich die Rente mit 63 einführe, ist das ja zwar sehr schön für die Älteren, die schon 45 Jahre gearbeitet haben, aber die Jungen müssen es bezahlen mit höheren Rentenbeiträgen. Immer weniger Junge. Oder wenn ich sage, ältere Frauen, die Kinder vor 1992 bekommen haben, oder wenn ich anderswo etwas mache im Rentenbereich, hat mich eigentlich ein bisschen erinnert an einen Spruch, den ich sehr gut mal fand von Franz Josef Strauß. In der Rentenkasse ist ja zurzeit etwas Geld, weil wir eine große Beschäftigung haben und so weiter. Und Strauß hat mal gesagt, naja, haben Sie schon mal einen Hund gesehen, der einen Wurstvorrat anlegt? Ja, und so ist es auch mit der Politik. Kaum ist ein bisschen Geld in der Rentenkasse drin, was wir eigentlich dringend brauchen, wenn mal die Beschäftigung ein bisschen schwieriger sein sollte. Das wird jetzt ausgegeben zugunsten der Alten und zulasten der Jungen. Ja, und die Rechnung geht ja noch weiter. Ich meine, Herr Schäuble hat ja vor kurzem auch gesagt, wir kalkulieren ja sowieso nur bis 2017. Und die Rechnung, die mit den 23 Milliarden jetzt Ausgaben zumindest mal aufgestellt worden ist, beruht auf Luftbuchungen. Da heißt es immer nur, wenn die Konjunktur so weiterläuft, wenn die Einnahmen so weiter steigen, dann können wir das. Das ist genau die Schwachstelle. Das heißt, Sie können dann irgendwann mal sagen... Diese optimistische Rechnung mit den Steuerannahmen basiert auf einer weiterhin blühenden, erfolgreichen deutschen Wirtschaft mit tüchtigen Unternehmern. Gleichzeitig werden die aber gegängelt in vieler Hinsicht. Ja. Also man legt ihnen Stricke um. Ich finde auch genau wie Sie, die Rente mit 63, wollte ich noch mal sagen, ist ein Rückschritt. Wir wissen alle und wir freuen uns darüber, dass wir alle immer älter werden und länger arbeiten. Und Wissenschaftler,
Ja. Und Wissenschaftler sagen ja längst, die Rente bis 70 muss kommen, ja, weil einfach der demografische Faktor unausweichlich ist. So, und dann machen die wieder diesen Rückschritt, ja, nachdem der Müntefering das mit den 67 durchgesetzt, ja, hat. Ja. Ja, damals ging es ja darum, genau das zu berücksichtigen, dass eben immer weniger, ja, Junge, immer mehr Alte bezahlen müssen. Also wenn es wieder zurück, ja, und da wird dann aus irgendeiner fiktiven Rentenkasse gesagt, irgendwann mal können wir das rauskriegen. Ja, ja. Es hängt auch noch davon ab, ob der Zins auf den Geldmärkten, ja, so niedrig bleibt, dass die Rechnung, ja, stimmt. Im Grunde ist das, ja, alles wirklich einfach eine, im Grunde ist wirklich eine, ja, Mogelpackung. Ja. Und im Grunde passt jetzt eigentlich fast schon mein Ärger der Woche da rein. Ich wollte nur Frau Weizenberger, okay, nochmal zu Wort kommen zu lassen, als Österreicher, Berliner, internationaler Schauspieler haben neutral das Problem ja nicht 63, 67. Sie freuen sich, erstmal können Sie in diesen Jahrgängen wahrscheinlich noch gar nicht denken. Aber sie freuen sich natürlich, die Schauspieler, die ich so kenne, wenn sie ewig Rollenangebote bekommen. Ja? Wenn ich an den wunderbaren Rolf Boysen denke, ja? Der liest doch mit 90 ganz großartig. Ja, die Schauspieler in Deutschland sind nicht gut eingebaut in das Angestellten-System. Also wir zahlen einerseits als Angestellte Weisungsgebundene immer schön in die Rente ein, aber werden selten oder wenig Nutznießer der sozialen Leistung und sind so unterm Strich, glaube ich, ziemlich auch durch die wirtschaftliche Woche Lage. Kommt ein Kollege hierher von Ihnen, ja, den kann ich ja jetzt schon mal sagen, der Heinrich Schafmeister. Ah, ja, okay, ah, der wird Ihnen da wunderbar erzählen. Er ist ein fantastischer, ja, Komödiant und Schauspieler und der ist sowas ähnlich wie der Ronald Reagan, der deutsche Schauspieler, also der Gewerkschaftschef, der setzt sich genau für diese Dinge ein und so der es, läuft auch in seiner freien Zeit zu Frau Merkel und anderen das und kämpft super für die soziale, ja, Lage. Ja, weil das ist wirklich in der Schieflage für ja, Schauspieler und viele müssen arbeiten, weil sie sich das sonst nicht leisten können. Die kriegen, ja, eben nicht die Rente. Darf ich mal nochmal auf die Inhalte zurückkommen, was er eben jetzt angesprochen hat, dieses Koalitionsvertrags. Mir fehlen auch zukunftsweisende Inhalte, also nicht nur was den demografischen Wandel betrifft, darauf angemessen zu reagieren, auch was die Struktur der Wirtschaftsentwicklung in Zukunft betrifft. Du hast ja gesagt, wenn es 2017 bis 2017, aber wenn es bis dahin nicht in Ordnung ist oder wenn es nicht so weitergeht, mir fehlen auch zukunftsweisende Entwürfe, wie wir auf die Herausforderung der Menschheit antworten möchten. Richtig. Das hat zu tun, selbstverständlich, mit der Energiewende. Das hat zu tun mit der German Energiewende. Das hat zu tun mit der Frage, wie wir in Zukunft unseren Export, unseren Wohlstand sichern. Das hat zu tun mit der Bildung. Mhm. Dort wurde zum Beispiel der Pakt für Forschung zwar gesagt, der soll verlängert werden, allerdings auf reduziertem Niveau. Mhm. Es leiden jetzt schon die Universitäten, die Hochschulen unter großen Anstrengungen, weil die Studenten immer mehr werden, die Ausstattungen nicht entsprechend Schritt gehalten haben. Also mir fehlt viel zu sehr sozusagen eine Vision, obwohl das Wort Zukunft in dem Mission Statement vorkommt, ist dieser drüber. Ja, aber es sind sehr viele kleine Dinge geregelt, die sozusagen im Detail für heute gelten. Heute wird demonstriert, glaube ich, bei Ihnen in Kufstein in Österreich, nicht wahr, über die Autobahn, über die Bickerl. Österreich und Deutschland oder Bayern geraten ja gerade in die Haare, nicht? Das ist natürlich schade, dass es da kommt, aber die großen Fragen dieser Menschheit, dass wir bald 10 Milliarden Menschen vielleicht auf dieser Erde sein werden, dass wir unsere Biodiversität sichern müssen, dass wir unsere Nahrungsmittelversorgung sicherstellen müssen, dass wir zu viel Plastikmüll in den Ozean haben und all diese Dinge. Und der kommt ja wieder zurück. Wir essen ja heute den Plastikmüll schon in Form von kleinen Kügelchen, die Fische wieder zu uns bringen. Das ist ja ein Treppenwitz sozusagen. Ne? Alle diese Fragen habe ich das Gefühl, zum Thema Fracking steht auch nichts. Das ist eine ganz neue Methode. Er kann das viel besser erklären. Darf man in Europa fast nicht sagen. Ja, das ist der Professor Heckel, soll es mal sagen. Also der hat das studiert. Die USA erleben ja zurzeit, dass die politische Bedeutung des Wortes Fracking eine neue Energieversorgungsmöglichkeit dadurch, dass sie oberflächenerdnah Öl und Gas
mit Hilfe von chemischen Substanzen, die in die Erde gepresst werden, in vielen, vielen kleinen Bohrungen herausholen. Eine neue sozusagen Ölkonjunktur. Mhm. Die USA zum Beispiel ist jetzt Netto-Ölexporteur geworden. Das ist auch der Grund, warum die Ölpreise, wir sehen es bei uns, wenn wir in Heizöl bestellen, im Moment nicht hochgegangen sind. Also dieses Fracking ist ein Kunstwerk, Rohstoffe rauszukriegen. Und bei uns gibt es natürlich tausend Bedenken. Und das hat dazu geführt, dass schon heute in Amerika Gas- und Ölenergie, Energiekosten in Kalifornien ein Drittel von denen in Deutschland. Und das wird für die amerikanische Industrie einen großen neuen Aufschwung bringen. Ja, ja, das wird deutsche Industrielle, die sehr energieabhängig sind. Wir hatten neulich Herrn Reithofer bei uns in der Merkur-Redaktion. Der hat gesagt, dass zum Beispiel auch ein Konzern wie Daimler gibt etwa 2 Milliarden für Energie aus im Jahr. Ein Konzern wie BMW auch über 1 Milliarde. Mhm. Also Energiekosten sind ja sehr wichtig für die Industrie. Und die werden dann in Amerika fracken, weil bei uns wird das ganz tabuisiert diskutiert nur. So ist es. Wobei man aber auch wieder sagen muss, alle Dinge haben ja doch aus zwei Seiten. Ja, das Fracking hilft jetzt kurzfristig natürlich für die nächsten 20, 30 Jahre. Was ist eine kurze Frist, wenn Sie sagen 20, 30 Jahre? Aber letzten Endes werden wir uns mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass bei einer begrenzten Erde begrenzte Ressourcen Regierung Öl nicht, und Gas eben der Dieter Hanisch brennt darauf. Nein, gar nicht. Ich passt nur. Na, passt, ja. Ich finde es wunderbar. Ich finde es deswegen so gut, weil ich gar nichts mehr dazu sagen muss zu dieser Zeichnung. Das sind höchsten Zeichnungen, sind ja die ohne Bildunterschrift. Na, nicht nur, weil alles schon gesagt worden ist. Es fehlt nur ein... Es fehlen viele Punkte, aber es fehlt ein einziger wichtiger Punkt für mich noch. Zum Beispiel, dass die ganze Problematik, die auf uns zukommt in den nächsten Jahren mit dieser sogenannten Euro-Rettung, auch kein Thema dieser Regierung offenbar ist, wo viele Risiken eingegangen werden, wo jetzt wieder schon rauskommt, dass sich die marode Banken wahrscheinlich, wenn sie es mit ihren Regierungen tricksen, an dem Euro-Rettungsschirm Geld beschaffen können, was dafür nicht gedacht ist. Der ist undemokratisch gemacht. Jetzt zeigt mal Ihre schöne Zeichnung. Und das, bei diesem Koalitionsvertrag ist mir sofort eingefallen, dass die alte deutsche Volksweisheit, die Zukunft ist in einer anderen Richtung. Wir gehen zurück in die Vergangenheit und wie wenn, schlimm genug, aber wie wenn die Blinde den Lahmen führt, so kam es mir vor. Das kann nicht gut gehen und es wird in absehbarer Zeit wird es auch runtergehen, weil die Regierung bietet keine Möglichkeit, keine Basis für eine längerfristige positive Entwicklung, haben Sie ja auch gesagt. Also es gibt ein schönes Sprichwort, es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Zum Beispiel, ja? Es müsste eigentlich umgekehrt sein, eigentlich müsste der Lahme den Blinden führen. Das geht, weil der Lahme sieht ja klar. Ja, genau. Der kann nicht gehen. Das ist wahr. Ja. Und der Blinde kann den Lahmen stützen. Das würde gehen. Aber Sie wenn die Blinde den Lahmen führt, ist schlecht. Ja, aber Sie haben ja vorhin das große Stichwort, glaube ich, ist Vision. Eine andere Vision als die, die jetzt die Welt regiert. Sie sind, glaube ich, ein großer Kapitalismusfreund. Ich glaube, ich bin ein Freund der Marktwirtschaft. Kapitalismus wird ja schon als Schimpfwort verwendet. Ja. Freie ich bin für freie Unternehmer, für verantwortungsbewusst. Es gibt Millionen von Unternehmern in Deutschland, die verantwortungsbewusst arbeiten. Zum Wohle aller handeln und nicht was nur glauben Sie, zum wie eigenen viel Verantwortung Unternehmer Wohl. Haben. Ja, aber lieber Herr Makro, da muss ich jetzt doch mal der jungen Dame, weil die sonst zwar, ich bin auch nämlich ordoliberal eingestellt, aber da muss man doch der jungen Dame helfen. Und was Herr Heckel eben gesagt hat, der Kapitalismus hat ja viele Vorteile, wir wissen es. Er hat aber einen großen Nachteil, er ist nicht unbedingt gerecht. Deswegen heißt es ja auch soziale Marktwirtschaft. Das ist immer der Unterschied zum Kapitalismus. Welche Werte funktioniert in ein System einzubauen, wo nicht der persönliche Reichtum oder die persönliche Bereicherung... Ja. Was übrigens der Inhalt der Regierungserklärung, ein Teil des Inhalts der Regierungserklärung und des neuen Papstes ist. So ist es, genau. Aber soziale Marktwirtschaft. Und das, was aber jetzt in dem Koalitionsvertrag steht, das soll, das will sozial sein, ist es aber nicht. Ich zum Beispiel vermisse total, dass man nicht etwas getan hat für die ungerechte, schleichende Steuerprogression das am unteren Rande der Einkommensklasse. Also ich würde selber wirklich, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, ich würde wirklich gerne mehr Steuern zahlen, wenn ich wüsste, dass damit diejenigen, die am unteren Bereich des Einkommens stehen, entlastet werden. Das habe ich hier am Tisch schon öfters moniert, dass diese kalte Progression gar nicht diskutiert wurde. Ja. Das heißt, Sie geben einem Redakteur oder einem
Mitarbeiter in der Druckerei geben Sie eine Gehaltserhöhung und der steigt dadurch in der Progression in eine neue Steuerstufe und der Staat nimmt es ihm wieder weg. Und dass das nicht gelöst wird, auch nicht mit Hilfe einer Sozialmarkt, das finde ich unmöglich. Und leistungsfeindlich. Viel zu früh rutscht er in diese Progression. Unsozial und leistungsfeindlich ist das. Ich will vielleicht auch noch mal Ihren Gedanken aufnehmen, weil Papst Franziskus ist ja doch ein ganz hoffnungsvolles Oberhaupt der katholischen Kirche geworden. Denn wenn er Zeichen setzt, die heißen, ich brauche einen Wagen zum Fahren, ja, ein Automobil, aber es muss nicht das Beste, das Teuerste sein. Wenn er in seinem neuen Schrift eben sagt, wir müssen als Vorbilder durch die Erde, durch die Welt gehen, dann ist das eigentlich der richtige Ansatz, dass sich das, was wir hier beklagen, was Sie beklagen, ändern könnte. Das kann sich nicht ändern, indem es von oben sozusagen befohlen wird, sondern dass es Menschen vorleben. Und ich sehe das also als großartige Chance, dass jetzt hier die Kirche in die richtige Richtung zu gehen scheint. Dass die eine also Kirche. Ja, unsere katholische Kirche. Ja, ein Drittel der Deutschen sind Katholiken. Ja, ich eigentlich auch. Die richten sich vielleicht danach, ja. Ja, aber das müssen ja nicht nur die Katholiken sich danach richten, denn Gerechtigkeit, wie sozusagen auch eine Kernbotschaft des Christentums ist, an die kann sich auch jemand richten, der nicht... Der Franziskus, der ja den Kapitalismus angreift, greift ja nicht die soziale Marktwirtschaft an. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das darf man nicht vermengen, finde ich. Dagegen wehre ich mich ja gerade, dass es vermengt wird. Ich bin ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Ja, ich auch. Denen helfen, denen es wirklich schlecht geht. Das ist das Soziale. Aber was unter dem Stichwort des Kapitalismus passiert auf dieser Welt, ist die Anhäufung von Reichtum bei wenigen und die Anhäufung von Armut bei den meisten. Das ist die Auswirkung. Es ist nicht anders. Und wenn das irgendeiner ausspricht oder angreift wie der Papst, finde ich das grandios. Das finde ich auch gut und hat ja auch bewusst sich mit dem Namen Franziskus dem Ursprung der Ärmsten zugewandt. Ja. Also das finde ich auch ganz hervorragend. Und man muss sich schon Gedanken machen. Zum Glück gibt es ja in Deutschland nicht sehr viel echte Armut. Aber ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Wir haben einen Hausboten in München, der Merkur. Der ist 45 Jahre lang bei uns Hausbote gewesen, ging jetzt in Pension. Dann haben wir ihn natürlich abgefeiert und so weiter. Und bei der Gelegenheit hat er mir gesagt, er bekommt jetzt nach 45 Jahren eine Rente von 1.300 Euro. Das ist aber relativ viel, verhältnismäßig. Ja, aber jetzt leben Sie mal von 1.300 in München, Euro in München. Genau. Ja, so ist es. Ja, aber das wird dann noch schlimmer, wenn diese vielen, vielen Millionen oder viele hunderttausend Leute, die ganz wenig Einkommen haben, können ja für ihr Alter auch gar nicht vorsorgen. Ja. Das ist die Altersarmut, die übermorgen auf uns zukommt. Ja. Die Politiker haben die uns gesagt, wir sollen für unser Alter selber vorsorgen, und sollen sparen und anlegen. Das haben auch viele beherzigt und gemacht. Und jetzt kriegen sie 0,2% Zinsen. Muss man genug verdienen. Ja. Also ein Mensch wird nicht besser, weil er reicher ist, aber ein Mensch verliert seine Würde, wenn er ärmer wird. Absolut. So arm wird, dass er seine Würde, da kann man seine Würde verlieren. Das könnte vom Engel der Gerechtigkeit direkt aus dem Text, aber es kommt aus ihrem Herzen, nicht aus dem Drehbuch. Nein, finde ich sehr schön. Das ist ja ausgesucht worden wahrscheinlich. Ich glaube, es ist was Wertvolles, für einen Wert einzutreten, also einen ethischen Wert einzutreten und nicht das Geld, die Welt regieren zu lassen, wie es im Moment der Fall ist. Und Papst Franziskus hat gesagt, Geld soll nicht regieren, sondern dienen. Und das ist echt ein ganz großer Satz. Also, Herr Schäfer hat ja schon festgestellt, die muss man jetzt nicht als Volkswirtin berufen, aber die hat schon gesagt, nicht Geld regiert die Welt, sondern Schönheit. Könnten Sie auch mitreden. Ja, wirklich. Kommen wir schnell mit der Hanisch noch. Aber 4/5 dieser Gruppe hier kann da leider nicht mitreden. Nein, da nicht. Männer gelten nicht. Dieter Hanisch soll seine Freude noch sagen. Das kann schnell. Ich freue mich, dass es immer noch hier keinen Schnee gibt. Bei uns hier in der Stadt, dass man ohne Schnee schaufelt. Soll in den Schneegebieten, soll in den Skigebieten. Ja, das kann er gerne sein. Nein, ich freue mich richtig. Frau Weizenbeck, was ist Ihre Freude, was ist Ihr Ärger? Gut, also die Freude, meine Freude der Woche, das war der Streit mit meinem Sohn, wer den anderen mehr lieb hat. Wie alt? 5. Nein, ich habe dich mehr lieb. Nein, ich habe dich mehr lieb. Süß. Das war sehr schön. Der Klügere gibt nach, oder? Der hat gewonnen. Wir sind im Patt auseinandergegangen. Das ist doch schön. Mit einem Kuss. Ja, Tic-Tac-Toe, oder? Ach stimmt, das haben wir noch nicht probiert. Genau, das können wir auch mal machen. Ja, und der Ärger ist, ich habe keinen gefunden. Das ist mein Ärger. Ich konnte mich eigentlich...
kein Ärger. Nee, ich habe den Ärger der Woche. Nee, ich muss passen. Gut, dann sag ich mal, worauf ich mich freue bei Ihnen. Es gibt im österreichischen Fernsehen, ORF, eine Serie, die heißt Paul Kemp, wie der berühmte Schauspieler, aber viele kennen ihn nicht mehr. Paulchen Kemp, Paul Kemp. Alles kein Problem, oder wie heißt der? Genau. Und da spielt der Karl Krasnitzer, der schon ein paar Mal hier am Tisch war, spielt die Hauptrolle, und sie ist seine Frau. Und wir hoffen sehr, dass das bald auch in der ARD kommt. Ja, ja? Das hoffe ich auch, und es soll im nächsten Mai losgehen. Ja. Sehr gut, dann freuen wir uns drauf. In der ARD, genau. Jawohl, ja. Ein Import aus Österreich. Ja. Dirk Ippen, was war Ihre Freude, Ihr Ärger in dieser Woche? Also Freude ist einfach, einmal, dass ich hier eingeladen wurde, bedanke ich mich noch einmal. Aber die eigentliche Freude war, mein ältester Enkel ist im ersten Schuljahr auf einer Schule im Münchner Osten. Und ja gut, die Kinder haben so etwas völlig Harmloses vorgeführt, so eine kleine Raupe, nimmer satt und was ja, aber. Aber dann in die Jahr und dann in so eine Schule zu kommen, als alter Herr doch nun wirklich, und diese vielen, vielen jungen, kleinen Jungs und Mädchen zu sehen. Und zu sehen, dass eben bei allem, was wir in solchen Talkrunden als sorgenvoll erwägen und beklagen, dass einfach doch das Leben sich immer wieder erneuert und immer wieder weitergeht und immer wieder nette junge Jungs da rumtoben und so. Das war eigentlich die Vorjahr. Und Mädchen natürlich, ja. Ja, selbstverständlich. Ich finde auch Jugend von heute oft was Positives. Ja. Sehr schön. Ja. Der Großvater. Und worüber haben Sie sich geärgert? Eigentlich über nichts richtig, aber meine Frau hat eigentlich was Traurigeres wieder. Meine Frau ist in einer Austauschorganisation American Field Service, und die machen immer ein, bei uns in der Zeitung, wir haben so eine alte Rotation, ein Thanksgiving-Essen. Da gibt es also einen Truthahn, und da kommen die ganzen Austauschschüler aus der ganzen Welt, die jetzt zurzeit in Bayern sind. Die kommen also aus Uruguay. Die sind das ja gewohnt, diesen höchsten amerikanischen Feiertag. Ja, genau. Und die kommen, das sind Amerikaner, aber sind auch, und da war auch ein Chinese, ein ganz, also wirklich ein smarter junger Mann, 17, 18 Jahre alt. Dann habe ich ihn gefragt, hast du Geschwister? Nein, natürlich nicht. Also China hat ja wirklich mit diesem ein Kind-Politik, ist ja wirklich ein Verbrechen gegen die Menschheit, gegen das eigene Volk. Ja, wenn der Staat, und so weit sind wir trotz Abgang der FDP, den ich auch sehr bedauere, ebenso wie Herr Markwort. Ja, man sieht ja an dem Koalitionsvertrag, was fehlt. Ja, man sieht, was fehlt, okay. Aber wir sind trotzdem ja zum Glück noch nicht so weit, dass in die privatesten Entscheidungen der Staat nicht eingreift. Die haben das ja jetzt aufgelöst. Was er in China tut. Haben Sie gehört? Man darf zwei haben, unter Bedingungen. Aber ich meine, dass ein Staat überhaupt sich anmaßt, in die persönlichsten Entscheidungen seiner Bürger einzugreifen. Das ist Orwell im schlimmsten schrecklich. Sinne. Ja, schrecklich. Professore, worüber haben Sie sich gefreut? Was ist das denn Schönes? Ich durfte gestern ein Jubiläum feiern, und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Das ist 25-jährige Promotion. Oh. Also vor 25 Jahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass das schon wieder so lange her ist. Aber meine Alma Mater hat eine schöne Veranstaltung gemacht. Und ungefähr 30 silberne Promoventen, die vor 25 Jahren an der TU München promoviert haben, gestern bei uns im Deutschen Museum ausgezeichnet. Gratulation. Das ist natürlich schön, wenn man so weit geschafft hat. Undisputed Doktorarbeit, also keine in Frage gestellt. Wir haben ja schon mal das Thema diskutiert in den Naturwissenschaften. 25 Jahre und nie Doktor und nie angezweifelt. Nein, in Naturwissenschaften und Technik, und ich habe ja Sie mittlerweile auch der viele Doktor Menschen Ippmann promoviert. Auch einen schönen Doktortitel, Doktor über GmbH und KKG. Auch selber gemacht. Ist Jurist. Ja. Und also diese Doktor arbeite über die GmbH und Co. KG, da kommt noch eine lange Raffinierte dahinter. Haben Sie natürlich nicht geahnt, dass Sie mal Herr über vielleicht 100 oder 150 GmbH sein würden? Nein. Aber man wagt ja den Doktor nicht mehr zu führen. Ich führe ihn auch schon lange nicht mehr, sowieso nicht, weil es so lange her ist. Das ist bei Ihnen was anderes. Wir sind Wissenschaftler. Aber ich bin ja, ich hatte vor, als ich ganz jung war, einen amerikanischen Kollegen, und wie der zu mir in den Verlag kommt, sagt der Pförtner zu mir, guten Morgen, Herr Dr. Ippen, sagt der Amerikaner, was bist du, Arzt? Was, wieso, sagt der Doktor. Und seit der Zeit führe ich es nicht mehr. Aber heute muss man sich ja auch schämen, weil jeden Mann nicht weiß, ob es echt ist. Hier sind nur echte Doktoren. Ja, in der Naturwissenschaft ist die Gefahr ganz gering. Da gibt's das. Und ich habe ja mittlerweile, das habe ich mir damals auch nicht träumen können, an die 50 Studenten auch selber promoviert. Deswegen sage ich also in aller Ehrfurcht, Herr Professor Dr. Wohl, haben Sie sich geärgert?
Ich habe gelesen, dass die Firma Google und auch andere Firmen wie Apple und große Firmen wie Amazon in Deutschland so gut wie keine Steuern bezahlen. Unglaublich. Man muss also sehen, dass Google vielleicht in Deutschland 1 Milliarde Gewinn macht, etwa im Jahr, müsste eigentlich 30% so en grosso mode Steuern bezahlen. Heißt 300 Millionen für das staatliche sozusagen Steuerwesen. Indem sie Gewinne machen. Ja, ja, von diesem Gewinn in Deutschland. Und warum sie das nicht tun, ist, weil sie ihren Firmensitz in Irland haben. Da zahlen sie nur 3% Steuern. Oder in Holland. Oder so. Ja. Und auf der anderen Seite müssen wir dann als deutsche Steuerzahler wieder die Iren retten. Ja? Das ist eine unglaublich also erlaubte Fehlkonstruktion, die man verändern hat. Es ist aber sehr schwer, das alles, das ist ganz, bin ich 100% bei ihm. Es ist sehr schwer, weil multinationale Konzerne sind auf der ganzen Welt tätig. Und die haben ihre Steuerabteilungen. Und natürlich versuchen die, den Gewinn da anfallen zu lassen, wo die Steuerbelastung am geringsten ist. Aber wenigstens in Europa könnten wir das regeln, nicht? Aber also Irland gehört ja nicht. Der Ärger ist völlig berechtigt. Das ist ja die Chance der Europäischen Union. Die machen hier große Gewinne in Deutschland und exportieren die Steuern. Das wäre zum Beispiel eine tolle Aufgabe für die mächtigste Frau Europas, meine Spezialfreundin, dass sie für solche Dinge eintritt. Natürlich, da hätte sie nämlich den Zufluss an Steuern, den sie spekulativ bis 2017 prophezeit hat. Ja, klar. Ich glaube, aber es steht im Koalitionspapier, dass man versuchen will, die Steuerharmonisierung. Es steht etwa 103 Mal kommt in diesem Koalitionsvertrag das Wort Prüfauftrag, prüfen, man soll das prüfen. Finanzierungsvorbehalt. Das ist gefährlich. Mein Ärger ist international. Ich habe mich schon mal über diesen Herrn Karzai aufgeregt hier am Tisch. Aber es wird immer schlimmer. Er ist ein undankbarer Mensch, dieser Karzai, Häuptling von Afghanistan, der den Deutschen hinterher schimpft, den Amerikanern. Ja. Und jetzt seinen Justizminister prüfen lässt, nachdem die westlichen Helfer und Unterstützer, die dort Leben verloren haben, wieder prüfen lässt, und das ist ernst gemeint, Frauen zu steinigen. Unglaublich, ein schrecklicher Rückfall. Und wenn das so kommt, war alles umsonst. Ich wollte sagen, da sieht man, was das geholfen hat, dass wir dort waren. Vielleicht umsonst nicht, vergebens. Vergebens. Die wollen Frauen steinigen. Der versucht sein Leben zu retten, weil dann die Taliban an die Macht kommen. Und der sagt, meine Freude ist ganz schnell. Ich fahre so gern an Häusern vorbei, die schon weihnachtlich geschmückt sind. Ich ändere sogar meine Fahrroute, weil mir das gut gefällt. Aber jetzt muss ich eine Frage beantworten, die uns viele Zuschauer gestellt haben. Gibt es wieder die beliebten Weihnachtskarten? Ja, es gibt sie. Wir haben sie schon vorrätig. Das sind, Dieter Hanitsch hat sie gezeichnet. Er sieht sehr gut darauf aus. Der Professor Heckel und ich ein bisschen giftig getroffen. Ja, aber das ist auch kein alles Wunder. Schön. Wer schreibt, der bleibt. Das ist halt wahre Freundschaft. Ja. Diese Karte, seit Jahren verschenken wir diese Karte an unsere Zuschauer. Und ich habe hier das mitgebracht. Das ist ein Umschlag. DIN A5. Und da steht drauf, was man draufkleben muss. Briefmarke für 1,45. Und man kann bis zu 5 Exemplare bestellen. Ab und zu sind auch mal Signierte dabei. Ich weiß nicht, wie viel wir schaffen. Aber das machen wir gerne. Und ich freue mich, dass schon vor Beginn der Weihnachtszeit die ersten Anfragen eingekommen sind. Ja, es gibt sie wieder. So. Das habe ich meine Pflichtaufgabe erfüllt. Das machen wir seit Jahren. Nein, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass Zuschauer dieser Sendung die Karte mit uns als Weihnachtsgruß verschenken. Das letzte Wort heute von Ihnen. Oh Gott. Ja. Schön war's. Vielen Dank. Und dann sagen Sie uns Ihren nächsten Auftritt. Also es ist der 15. Dezember beim Engel der Gerechtigkeit. Richtig. Und zurzeit in Österreich, Paul Kemp, das läuft jeden Donnerstag. Und ich habe Sie auch gesehen in tollen französischen Produktionen mit Jean Reno. Ja. Wie heißt der Film? Die Außerirdischen. Der kommt ab und zu auch mal wieder. Ne? Ja, genau. Das ist ein Mini-Auftritt, aber so. Gemäß dem ersten Auftritt, ein kleiner Auftritt in die große Welt. Ja, aber Film die Rolle haben Sie natürlich bekommen, weil Sie fließend Französisch sprechen, ne? Richtig. Ja, und ich kann es leider nicht, also habe es die letzten Jahre leider wenig gepflegt. Ich hoffe, das kommt noch, der Durchbruch zur internationalen. Aber Sie können noch Fränkisch. Nächsten Sonntag ist Maria Empfängnis, da sind wir wieder da. Und da kommt der, wie erwähnt, Heinrich Schafmeister zu uns, ein Schauspieler und ein Kämpfer für die
Interessen der Schauspieler, ein Komödiant. Und ich bedanke mich sehr bei Dirk Ippen, den Doktor lasse ich jetzt weg. Bitte, ja, bitte. Ja, und Frau Professor Weizenböck, dass wir eine so schöne Runde hatten. Ja. Ich wünsche einen tollen ersten Advent. Da legt man noch nichts vor die Tür, ne? Erst am 6. Nee, aber aufpassen, ja, dass man die Kerzen, die man anzündet, auch beobachtet und nicht alleine lässt. Das ist also auf zu den Kerzen. Das ist ein guter Abschluss. Auf zu den Kerzen, wunderbar. Zum Wohle. Zum Wohl. Das war sehr schön. Ihnen bis bald. Zum Wohl.